Hallo Leute, willkommen zurück zu Let's Play Wario Land, Super Mario Land 3. Im letzten Part haben wir uns weiter auf der SST Cup umgesehen, sind jetzt sogar schon beim letzten Level, da freue ich mich jetzt schon drauf, weil das heißt Boss Time und wenn wir schon bei Boss Time sind, dann haben wir Caillou mit dabei, weil Caillou Boss Time bedeutet. Ach was. Ja. Ich habe Hasi dabei. Hallo Hasi. Hasi ist toll, ich mag Hasi. Hasi. Oh, da ist nochmal Hasi. Guck mal, da ist Hasi. Hasi. Ich mag Hasi. Ist das wirklich ein Hase? Ja, das ist ein Hase. Was soll das sonst sein? Ja. Nein, es ist kein Elch. Das ist kein Elch. Das ist ein Hase. Schau es dir doch mal an. Das ist doch ein Hase. Ich weiß nicht. So, das sieht auf jeden Fall gut aus, weil ich hier nur mit Hase hin kann. Nochmal Hasi, das ist schön. Ah, jetzt bin ich wieder hier. Hm. Oh, Dino. Okay, hier können wir schon mal speichern. Das ist ja schon mal auf jeden Fall gut. Was habe ich hiervon, wenn das hier so ist? Das hat das eine tiefere Bedeutung. Vielleicht sind die Illuminaten. Es sei denn, die Illuminaten haben etwas damit zu tun. So. Dich machen wir erstmal kaputt. Okay, oh Gott, ich muss jetzt echt aufpassen, dass ich hier den Schlüssel nicht übersehe. Ich erinnere mich nämlich an die Stage, die war riesig. Okay, hier ist das Schlüsselloch. Gott, ist die Welt groß. Nein, da ist nix. Hier was? Nein. Na, wo ist es? Das war jetzt gerade ganz schön knapp. Wo ist... Nein. Ja. Was ich an dem Spiel übrigens krass finde, man verliert immer gleich seine ganzen Formen. Man wird gleich kleiner, Wario. Stimmt. Schlüssel! Stimmt. Schön! So, halt, hier war das Schlüsselloch. Nein. Hier drüben war das Schlüsselloch. Wo war das Schlüsselloch, Caillou? Ach, da. Verdammt! Hey, ich will stylisch machen! So. Ja, geht doch. Mann! Ist das ein Rugby? Ist das ein Rugby oder ein Football? Das ist ein Football. Das ist dasselbe. Das ist für mich alles dasselbe. Eine Sportart, mit der ich nichts anfangen kann. Und zwar wirklich... Das ist auch nicht so mein Favorite. Na, ich kann damit wirklich gar nichts anfangen, also... Ja, Geschmackssache, sage ich jetzt mal, ist halt wie mit jedem Sport. Es ist Geschmackssache. Aber mein Fall gar nicht. So, und das sieht jetzt irgendwie nach Boss aus, oder? Ja! Oh, bist du süß! Oh nein, bist du süß! Süß. Das ist ja so geil. Das war eine Herausforderung. Ja, definitiv. Schwerster Boss auf Welt. Aber gut, ich hatte ja auch den Drachen. Und der Drache ist halt... Der Dino, der ist halt zu stark einfach. Gegen einen Endboss ist der zu krass. Amen.
Parsleywood. Okay. Caillou, du kannst so gut Englisch. Was ist ein Parsley? Warte mal, was war das noch? Vielleicht verlassen irgendwie sowas? Parsley. Scheiße, ich fällt mir gerade nicht ein. Also das Wort sagt mir jetzt ehrlich gesagt gar nichts. Parsley. Oh Mann, ich würde mal sagen, ich kenne ich das noch? Ich würde mal sagen, ich gehe jetzt mal hier in die Stage rein und du könntest vielleicht mal googeln. Parsley. Irgendwie sagt mir das was. Vielleicht irgendwas mit verlassen oder irgendwie sowas. Oder mystisch oder... Oder geheimnisvoll oder... Nein. Oder Tomatencremesuppe. Nein. Geister! Das ist kein... Petersilie. Hä? Was? Woran bin ich gerade gestorben? Ach so, ich dachte, das war jetzt wegen der Petersilie. Nein, woran bin ich gerade gestorben? An Tomatencremesuppe, diesmal mit Petersilie. Nee, jetzt mal ohne Witz. Mich hat nichts berührt. Ich habe keine Ahnung, an was ich gestorben bin. Ich habe nicht den blassesten Schimmer. So, aber auf jeden Fall müssen wir aufpassen, denn hier gibt es einen Geheimgang. Und ich muss auch irgendwie aufpassen, denn in diesen Wäldern gab es irgendwo einen Geheimgang, der richtig gemein war. Hast du schon rausgefunden, was Parsley heißt, Caillou? Ja, Petersilie. Was? Jetzt mal ohne Witz. Petersilienwald. Nein. Doch. Nein. Doch. Nein. Ja, wohl. Das kann nicht Petersilienwald heißen. Doch. Nein! Du kannst einen Wald doch nicht Petersilienwald nennen. Dann frag mal Harvest Moon, was man so alles komisch benennen kann. Ja, gut, ja, aber... Ohne Witz jetzt? Ohne Witz. Ich sag ja, ich kannte das irgendwoher. Mir fiel's halt nur nicht mehr ein. Weil halt Petersilie sehr gängig ist eigentlich. Parsley. Das ist die Petersilie. Ja. Okay. Hasi! Elch. Hasi ist so toll. Elch ohne Geweih. Es ist Hasi. Es ist kein Elch. Ich weiß, es ist auch kein Elch, aber... Also, es ist Hasi. Petersilie. Hasi. Hä? Was denn? Wieso, hä? Ja, warum ist hier das Ziel? Ja, warum nicht? Ja, weil es hier einen Schatz gibt. Ach so. Schon wieder so viele Schätze? Du musst eins bedenken, ich habe das Spiel relativ bald durch. Das geht echt schnell. Das ist die vorletzte Welt. Was? Ja. Alter, das ist heftig. Das geht wirklich schnell. Ja gut, vielleicht kann ich hier erst später hin, weil ich weiß, dass ich hier... Oh, eine Münze und du hättest vier Vieren gehabt. Das wäre voll witzig gewesen. Ich weiß, dass ich in dem Spiel hier in dem Wald das Wasser ablassen kann. Ah, ja, dann... Das kann sein, dass ich das erst deswegen erst später erreichen kann. Dann wird es damit zusammenhängen, auf jeden Fall. Wahrscheinlich. Yeah, eine Welt mit Wagen. Ja, da freust du dich wieder, gell? Ja, ich mag das voll gern. Ich nicht. Aber ich hab Hasi und mit Hasi ist alles okay. Ich liebe Hasi. Es ist einfach... Ah! Was tust du denn da? Sterben. Ja, das habe ich auch gesehen. Ach so. Ja, was fragst du Kannst dann? Du... Das heißt, was fragst du dann? Nicht, was fragst du dann? Was fragst du dann? Na. Guck mal, ein Ibitak. Das ist kein Ibitak. Ein Ibitak. Das ist auch beim zweiten Mal kein Ibitak. Für mich sind alles gerade Pokémon. Das ist doch kein Ibitak. Man sieht doch, dass das ein Hornju ist.
Du bist auch Horn, Leo. Ibitak! Man sieht doch, dass das ein Skelabra ist! Nein, halt, über Skelabra darf ich keine Witze machen. Dafür ist Skelabra zu toll. Weiß ich nicht, wie es aussieht. Skelabra ist eines der tollsten Pokémon dieses gesamten Universums. Ah, das google ich jetzt auch nochmal. Mach das. Ja, mache ich jetzt auch. Es ist wirklich eines der tollsten Pokémon. Eins meiner Lieblings-Pokémon. Das sagst du bei gefühlt fast jedem Pokémon. Ja, was kann ich dafür, wenn es so viele tolle Pokémon gibt? Er gibt es sogar zu, so geil. Es gibt einfach viel zu viele tolle Pokémon. Ich bin echt traurig, dass ich nicht Bisasam als Starter-Pokémon genommen habe. Hä? Ja. Wieso hast du denn Bisasam nicht genommen? Weil ich Glumanda haben wollte. Und jetzt habe ich alle Starter-Pokémon außer Bisasam. Und im Nachhinein habe ich noch einen Glumanda und einen Shiggy gefangen. Und einen Pikachu. Aber kein Bisasam. Und dann habe ich Bisasam bei meinen Neffen gesehen. Da hat sich Bisasam nämlich ausgesucht. Und dann habe ich festgestellt, dass das voll niedlich aussieht. Ich habe übrigens das Wasser abgelassen. Ja. Du hast den Stecker gezogen. So, und jetzt schauen wir mal, ob wir hier jetzt... Oh, auf einmal andere Musik. Aha, jetzt sieht es hier auf einmal ganz anders aus. Ja, jetzt ist das hier... Ja, was haben wir denn da? Ah, ja, das ist deine komische Lampe, das Skelabra. Was heißt hier komische Lampe? Du bist auch so eine komische Lampe. Ein Kronleuchter in Form eines Pokémons. Irgendwie schon, ja, aber Skelabra ist halt einfach toll. Ja, stimmt, ist schon echt ganz süß. Skelabra ist einfach nur noch geil, ich liebe es. Mein Lieblingsfeuer-Pokémon. Und mein Lieblingsgeist-Pokémon. Die Kombination Feuer und Geist ist ja eigentlich ziemlich geil, ne? Ja, vor allem finde ich jetzt, dass die Uah! Boah! Wow! Alter, das war knapp! Das war richtig knapp. Hast du aber mega Glück gehabt. Vor allem das hätte richtig schief gehen können. Vor allem passt die Kombination zu Skelabra halt einfach sehr gut. Was? Feuergeist. Passt halt einfach zu Skelabra sehr gut. Weil es ist ein Kronleuchter und Kronleuchter haben halt was mit Licht bzw. Feuer zu tun. Ach so, ja, klar. Das macht auf jeden Fall Sinn, das stimmt. Ich erinnere mich, hier muss ich... So. Dich machen wir mal kurz kaputt. So, ich erinnere mich, hier muss ich mich nämlich so durchboxen. So. Das ist voll nervig. Dass man sich hier so durchboxen muss. So. Okay. Hey! Stern! Sehr schön. Hallo. Ich hätte jetzt erwartet, dass du Hecke fick dich. Hast. Du fick musst dich. Stampfen. Kann ich nicht. Es gibt hier bestimmt irgendwo einen Stampfer. So gemein ist das Spiel nicht. Caillou? Ja. Was ist eigentlich das hinter dir? Was meinst du? Das, was genau hinter dir ist. Siehst du es nicht? Nee. Oh, wo habe ich denn den Helm her? Oh, ja. Ist klar. Cheater, Cheater. Cheater. Er grinst nicht so, du. Maske! Das ist Majora's Mask. Ja. Ist schon echt Psycho. Ja, stimmt. Stimmt. Der Scheiß hat in dem Spiel echt nichts verloren. Ey! Sehr, sehr witzig. So, Hätte ich da auch einfach runterspringen können? Wahrscheinlich. Mach mal. Nein. Warum?
Weil ich dann eventuell sterbe. Und das finde ich nicht toll. So, und somit gibt es nur noch 3 Schätze. Tja, so schnell geht das. Mhm. M-N-O. Damit sieht man übrigens mal, wie schwer es eigentlich ist, in diesem Spiel das Secret Ending zu erreichen. Denn dafür brauchen wir 99.999 Münzen. Und wir haben das Spiel fast durch und haben 4.000 Münzen. Nein, wir brauchen 9.999. Entschuldigung. Oder? Nee, 99.000. Ach, keine Ahnung. Maximal halt. Mmh, oh. 99.000. Was ist denn hier für eine komische Musik? Okay. Irgendwie ist die Musik komisch. Ja? Ja. Wieso? Ich kann nicht mal beschreiben, warum. Irgendwie ist sie zu fröhlich. Aha, okay. Oh ja, die Welt ist geil. Oh, ich mag das voll gerne mit diesem Zug. Hasi! Das ist niemals nicht ein Hase. Kai, niemals. Wenn wir weiter nicht befreundet sein sollen, dann sag, dass das ein Hase ist. Das ist kein Hase. Es ist ein Hase. Nein. Doch. Okay. Leute, schreibt mal, was denkt ihr? Was ist das für ein Viech? Schreibt in die Kommentare, dass es ein Hase ist und Kai schickt euch 1 Million Euro. Sicher. Das ist so albern. Real. Hey, ah! Den sein Bumerang hat mich verfolgt. Das ist doch ein Hase jetzt. Oh nein, geh weg da. Jetzt komm schon, Kaiju, das ist ein Hase. Nein. Meinst du wirklich? Ja. Was meinst du denn? Meinst du wirklich, das ist ein Hase? Weiß ich nicht, ich muss mir das länger angucken. Leute, schreibt es in die Kommentare, was meint ihr? Einmal befolgen wir mal Kaius Ratschlag. Schreibt es in die Kommentare, was meint ihr, ist es? Ist es ein Elch, wie es Kaiju anfangs Nein, gesagt hat? Nein, das ist auch kein Elch. Sondern? Ja, weiß ich nicht, aber kein Hase. Ja, aber wenn du dir so sicher bist, dass es kein Hase ist, ja. dann sag uns doch, was es so sicher ist. Ja, dafür muss ich mir das nochmal länger angucken. Um zu sehen, dass es ein Hase ist? Nein, um zu sehen, dass es was Undefinierbares ist. Also ein Hase? Definitiv kein Hase. Das ist ein Hase. Nein. Schreibt es in die Kommentare, Leute. Ich bin immer noch der Meinung, dass es ein Hase ist. Da bin ich sehr neugierig. Aber wenn wir das nächste Mal die Ding sehen, den Hut, den Hasenhut, dann zeigen die. Dann schauen wir uns länger an, okay? Okay. 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 Das klingt gut. Okay. Also wenn wir das nächste Mal den Hasenhut sehen, dann passt alles. Dann sehen wir das. Schnauze. Weißt du, was mir gerade aufgefallen ist? Nein. Wario hat voll die Titten. Titten? Ja, der ist voll fett. Was? Ja, ohne Witz, der ist voll fett. Wario hat voll die Männertitten. Weil er so fett ist. Welches Stage spiele ich nochmal, Kaiju? 34, oder? Das weiß ich nicht. Oh, warum weißt du das nicht? Weil ich nicht mitzähle. Aber es stand doch noch gerade und ich habe es nicht gelesen. Ich glaube, dass es 34 war und das bedeutet, hier gibt es einen Schatz. Glaube ich. Vermute dich. Ich will okay. Hasi behalten. Ich gebe das ein Seepferdchen. Ah! Hey! Du Wichser, hast mir meinen Hasi genommen. Die haben mir meinen Hasi genommen. Dann brauchst du Neues. Ja. Hallo, Onkel Eule. Ich mag Onkel Eule. Das ist mein Onkel. So.
So, was ist hier? Hasi! Jetzt sag, dass das kein Hase ist. Das sieht doch 1A wie ein Hase aus. Nee. Das Einzige, was vielleicht noch irgendwie in die Richtung gehen würde, wäre ein Känguru. Aber das ist ein Hase. Der Sprung von Hase auf Känguru ist auch gar nicht so schlecht. Ja, aber die sehen sich vom Gesicht her relativ ähnlich. Finde ich. Guck mal, wir haben einen Sepa. Oder nee, eher einen Seemon. Dieses Spiel ist voller Pokémon. Ist dir das nicht auch schon aufgefallen? Ja, irgendwie schon, oder? Das ist verrückt. Alter, die haben sich das geklaut. Nicht wirklich. Ach nee, zu der Zeit gab es das ja schon. Ja, aber trotzdem. Schon sehr lustig, diese Parallelen. Die Viecher sehen echt alle ähnlich aus. Mein Stuhl knarrt. Ja, das höre ich. Ich habe den Schlüssel übrigens gefunden. Ja, das sehe ich. Und warum knarzt dein Stuhl? Ja, weiß ich nicht. So, hier muss doch dann das Schlüsselloch sein. Ist hier irgendwo ein Schlüsselloch? Hallo? Hallo? Ja, dann rammen wir das harte Ding mal rein ins Loch. Schön. Also ein Schlüsselloch. Ich hab das schon verstanden. Ich habe einen Handschuh gefunden. Ein Baseball-Handschuh. Ja, passend zum Football. Stimmt. Obwohl, nein. Was laber ich denn da? Oh Stimmt. mein Gott. Baseball, nicht Football. Weißt du, was ich mich sowieso immer gefragt habe? Nein. Was haben diese ganzen Sachen mit Schätzen zu tun? Stimmt. Wieso ist ein Football ein Schatz? Das ist eine sehr, sehr berechtigte Frage. Ist das ein Football aus Gold oder was? Und wenn ja, warum dann ausgerechnet ein Football? Ja, es kann Farbe alles können sein. Wir jetzt nicht ermitteln, ne? Weiß man nicht so genau. Bitte? Die Farbe können wir nicht ermitteln, das weiß man jetzt nicht so genau. Doch, schwarz-weiß. Und ein bisschen grau. Alter, jetzt laggt das Spiel schon wieder so. Wieder an derselben Stelle. Im Übrigen nur noch zwei Schätze. Nur noch zwei Schätze. Oh, jojo. Leider haben wir das Spiel schon fast durch. Und der Part ist vorbei. Leider. Leider neigt sich auch dieses wundervolle Spiel dem Ende zu. Es ist so schade. Es ist so ein tolles Spiel. Das geht echt mega schnell. Ja, und es ist so schade. Und ich würde mal sagen, meine Freunde, genau, beim nächsten Mal machen wir, was heißt Päsli nochmal? Petersilie? Ja. Hier im Petersilienwald weiter, was irgendwie keinen Sinn macht. Petersilienwald. Wie kommt man auf Petersilienwald? Ja, weiß ich doch nicht. Wie kommt man auf SST Cup? Ja, auch wieder wahr. Ich würde mal sagen, im nächsten Part werden wir einfach mal den Petersilienwald ein bisschen beenden und dem Spiel einen riesigen Schritt Richtung Ende zu setzen. Ja. Und so. Ja. Also gut, Leute, das war dann mit Let's Play Wario Land, Super Mario Land 3 für heute. Ich danke euch fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Tschüssi. Ciao.